Jo, Leute, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar habe ich Rocket League wieder angeschmissen, um dieses Video zu drehen. Da es in diesem Video auch um mein Rocket League Turnier geht, das ich ankündigen möchte, das ich veranstalten werde, ich veranstalte es, es ist aber nicht mein persönliches Turnier, sondern es ist von einem Discord-Server das Rocket League-Turnier, wo ich die Ehre habe, das organisieren zu dürfen und auch auszuführen, also dass ich das streamen darf. Das ist natürlich ganz nice, auch für euch, dass ihr euch das angucken könnt. Es wird ein Duo-Turnier sein, was heißt, ihr müsst zu zweit antreten. Und ja. Die Anmeldung geht über den Discord-Link, den ich in der Videobeschreibung habe. Da könnt ihr diesen Discord-Server beitreten, den ich gerade erwähnt habe. Und dann müsst ihr dort mir entweder per PN oder im Rocket League-Channel, den ihr eigentlich sehen müsstet, wenn ihr auf den Server kommt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, das hätte ich vielleicht nachgucken sollen, aber ja, das Ganze wird gestreamt und gecastet von mir, das heißt, ein Spiel nach dem anderen wird gespielt, so wie es bei mir beim Fortnite-Turnier war, was wir gestreamt hatten, was ewig ging, wer sich noch dran erinnert. Wann das Ganze ist, das ist am 27. Januar, glaube ich, ja doch, 27. Januar, um 18 Uhr werden wir das Ganze starten, damit wir auch zeitnah fertig sind. Ich denke sowieso nicht, dass das so lange gehen wird wie das Fortnite-Turnier, aber das sehen wir dann, wie viele sich halt anmelden. Dann zu meinem Team. Ich werde auch mitspielen. Und zwar mit dem lieben Showtime LP. Den werdet ihr wahrscheinlich sowieso alle kennen. Der ist ja öfter mit mir hier am Streamen, am Zocken und safe kennt ihr ihn. Also ich bin mir ziemlich sicher. Habe ich was vergessen? Genau. Plattformen sind alle erlaubt. Das ist zwar ein offizieller Nintendo Switch Server und geil in den Boden gebackt, muss man sagen. Also es ist ein Nintendo Switch Server, der sich eigentlich auf Switch Spiele, also die Priorität auf Switch Spiele legt, aber Rocket League ist eins der Spiele, die auch auf anderen Plattformen dort gespielt werden. Das heißt, das Turnier ist jetzt, da ja auch Sony jetzt endlich Crossplay rausgebracht hat für Rocket League und Alter, spiele ich miserabel. Hat er jetzt für Rocket League Crossplay rausgebracht. Viele hatten gar nicht mehr damit gerechnet, aber das ist ja doch relativ früh rausgekommen. Aber ich möchte jetzt überhaupt nicht zu weit abschweifen. Der Johnny wird das mit mir auch casten. Also das wird von mir und Showtime gecastet und dann wird er auch jedes Spiel mit mir mitkommentieren, da er ja auch ein bisschen mehr Ahnung von Rocket League hat als ich tatsächlich. Und also wir werden vielleicht mal kurz das zum Ablauf. Wir werden einen privaten Raum aufmachen, wo ihr mir dann beitreten könnt. Also zumindest war das so, als ich mal bei einem Rocket League Turnier mitgemacht habe, dass da einer einen privaten Raum aufgemacht hat und alle mussten über den Code und das Passwort beitreten. Ich denke, genauso werde ich das auch machen. Und dann halt immer die Leute, die dran sind, im Discord taggen und im Stream erwähnen. Also auch immer den Stream und den Discord da im Auge behalten. Und auch den Turnierbaum, dass ihr seht, gegen wen ihr spielen müsst. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da mitzuspielen, könnt ihr gerne mitspielen. Zu gewinnen gibt es tatsächlich auch was. Und zwar
ist es auf dem Discord-Server üblich, dass für jedes Spiel, also fast jedes Multiplayer-Game, wird, ich glaube, eins. Alter, was geht denn hier ab? Bis auf eins? Ich glaube, Warframe hat jetzt keine Spielerrolle. Bitte verbessert mich, wenn es nicht so ist. Gibt es die Führungskraftrolle? Also derjenige, der über das Spiel schaut und Turniere veranstaltet. Das bin ich in dem Fall über Rocket League und Fortnite. Und dann ist es halt noch so, dass es eine Spielerrolle gibt. Wenn man ein Turnier gewinnt, gibt es eine Spielerrolle. Zum Beispiel jetzt für Rocket League gibt es die Death Rocketeer-Rolle. Die könnt ihr gewinnen. Damit habt ihr dann auf dem Server Ruhm und Ehre. Ja. Also lohnt es sich schon, wenn ihr dann frisch auf den Discord kommt und dann direkt das Rocket League Turnier gewinnt. Das macht schon keinen schlechten Eindruck. Vor allem, weil der letzte Death Rocketeer jetzt doch schon etwas länger nicht mehr abgelöst wurde. Und das könnte sich ja demnächst jetzt auch mal ändern. Was ganz nice wäre. Und, oh fuck, das ist ja mein eigenes Tor. Ja, GG. Und dann gibt es halt auch für die anderen ganzen Multiplayer-Games gibt es auch Spielerrollen. Also da mangelt es auch nicht an Content. Wenn ihr auch andere Spiele spielt, könnt ihr gerne auf dem Discord vorbeigucken, auch mal schauen, ob ihr die anderen Spiele auch spielt und da vielleicht auch bei Turnieren mitmachen wollt, weil es ist einmal pro Monat. Für jedes Spiel ein Turnier, natürlich größtenteils Switch, aber Fortnite und Rocket League sind da auch vertreten. Ja, viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer dass ich natürlich jeden jetzt schon mal im Voraus sehr viel Glück wünsche, der mitmacht. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall schon von ein paar Leuten, mit denen ich vorne hier rein. Oh Gott! Spielweise und Deutsch. Schlecht. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Also wie gesagt, 27. Januar Rocket League Turnier. Wenn ihr dabei sein wollt, schnappt euch einen Freund und seid dabei. Und dann regelt ihr oder regelt auch nicht. Das Ganze wird je nachdem, wie viele mitmachen. Wenn wenige Teams machen, wird es instant K.O. sein. Wenn ein paar Leute mehr mitmachen, werden wir das Ganze in der Double Elimination spielen. Das heißt, wenn ihr einmal verliert, seid ihr nicht direkt raus, sondern habt im Loser Bracket nochmal die Chance, nach vorne euch ins große Finale zu spielen. Aber dazu dann auch beim Turnier mehr. Wie gesagt, alle, die immer dran sind, werden sofort markiert auf Discord, im Stream erwähnt. Und man sieht auch im Turnierbaum immer, welche Spiele fertig sind. Da werden wir der Reihenfolge nachgehen. Also erste Runde, dann Loser Bracket erste Runde oder halt direkt zweite Runde. Und dann immer der Reihe nach, dass man auch nicht die ganze Zeit spielen muss. Manche mögen es ja eher die ganze Zeit zu spielen, manche wollen dann halt immer mal kurz eine Pause haben. Bei dem Turnier wird es tatsächlich so sein, dass ein Spiel nach dem anderen gespielt wird. Was wird gespielt? Rocket League 2 gegen 2, ganz normal Duo. 5 Minuten und dann wenn man gewinnt, hat man gewonnen, wenn nicht, dann nicht. Vielleicht wir machen Best of 3, das heißt, ihr müsst zweimal gegen die Gegner gewinnen, um komplett zu gewinnen, und dann sehen wir, wie sich das Ganze entwickelt. Also dann tretet gerne dem Discord bei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr das Turnier nicht verpassen wollt, auch gerne ein Abo, und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.